Die Mifcom, was kann ich für Sie tun? Marcel, was führst du schon wieder im Schilde? Riesenprojekt, oder? Hm? Das alles in ein Gehäuse? Mega, kenne ich genau den richtigen Mann bei uns. Manu, wir haben ein Spezialprojekt. Du musst mitkommen. Was hat das zu bedeuten? Hörst du zu, was er zu sagen hat? Der Hamburger von Yale Games hat sich nochmal gemeldet. Aber nicht schon wieder der, bitte. Kein Problem. Er hat diesmal wirklich eine super Idee. Threadripper, 2390, 128 GB an RAM. 30 Terabyte an SSD, ansonsten das ganze System bitte super clean. Schöne weiße Sleeves, sein Logo an die Seite und eine PlayStation 5. Wassergefühl. Mach mal easy. Alles gepasst? Alles klar soweit. Geht weiter mit den PC-Komponenten. Ich mache jetzt die Tubes für die Wasserkühlung. Das System ist fertig, füllen wir mal das Monster auf. Hardware ist ready, Sascha haut jetzt die Software drauf. Seid ihr fertig geworden? Danke. Marcel, deine Fragbox ist fertig. Die gehypteste Konsole aller Zeiten in einem System, das ultimative Freiheit verspricht. Von der Wahl deiner Streaming-Software, bis zur Wahl deines Eingabegeräts, bis hin zur Wahl deiner Grafik-Settings. Okay, Marcel wird hier wahrscheinlich alles einfach auf Marcel Edition. Ein PC verspricht ultimative Freiheit und ultimatives Customizen. Also, warum sollte man das nicht auch auf der Hardware-Seite ausleben? Dominic! Loading Specs. Yale Games wollte dabei auf ein richtiges Workhorse setzen. Der Threadripper 396X gepaart mit 128 GB RAM über 8 Bänke verteilt, beherrscht Next-Gen Multitasking Performance. Die 3 MP600 PCI Express 4.0 SSDs in der jeweils größten Ausbaustufe schreiben ihm dabei jeden Wunsch von den Lippen auf die SSD ab. Impressive. Dann sind da noch 3 weitere SSDs a 8 TB, also insgesamt 30 TB, aber hey, Details. Und die 2 wassergekühlten RTX 3090, die sind halt einfach, weil's geil ist. Und schnell. Dieses Monster, das Marcel liebevoll Fragbox getauft hat, captured jeden glorreichen Gameplay-Moment, den man auf Konsole erlebt. Ach, ganz vergessen, habe ich schon erwähnt, dass da eine fucking PS5, und zwar wassergekühlt, auf der Rückseite der Fragbox verbaut ist? Ja, jedenfalls, die wird via Elgato 4K 60 Pro direkt rüber auf dem PC gecaptured. Dort kann Marcel nach Herzenslust Montagen zusammen editen oder es seinen Freunden einfach nur unter die Nase reiben, wie er sie gestern in COD abgezogen hat. Humiliation. Wir wünschen Yale Games viel Spaß mit seiner neuen Mifcom-Spezialanfertigung. Hey Mann, geil. Und wir freuen uns auf das nächste Projekt zusammen mit ihm. Wenn ihr mehr solcher überkrasser Builds sehen wollt, dann folgt uns hier auf YouTube oder konfiguriert euch euer ganz eigenes System im Mifcom Online-Konfigurator. Link ist in der Beschreibung. Mein Name ist Manu, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao aus München. Excellent.